Ich habe mal was voll Pralles gemacht. Ich habe mal so ein Bad eingelassen und so Kerzen angemacht und. Boah, voll peinlich. Und dann noch so. Echt? So, und dann noch einen Döner links und rechts hingelegt, ja. Und dann das habe ich extra für die beiden Bunnies gemacht und die haben sich dann voll gefreut. Ja, du hast immer links und rechts vom Bett einen Döner liegen und machst immer so, oh Baby. Also ich habe schon mal für eine Frau. Also erstmal bin ich einkaufen gegangen, habe ganz schön Wein geholt, Kerzen geholt, Servietten geholt und ich habe extra noch eine neue Tischdecke geholt, weil die Tischdecke, die ich hatte, die hat nicht zu den Servietten gepasst und so. Also, und ich wollte halt, dass alles, die Kerzen, die Serviette, die Tischdecke, die Teller, dass alles zusammenpasst. Dann habe ich gekocht. Ich weiß noch genau, was ich gekocht habe. Ich habe Pasta gekocht mit einer Lachs-Sahnesoße und... Aber das war noch nicht alles. Ich meine, Kochen und so ein Scheiß, das macht ja jeder eigentlich. Jeder Volltrottel kann das mittlerweile, weißt du. So gibt Maggi Fix und so ein Scheiß und dann denkt man auf einmal, man kann irgendwie kochen, weißt du. Aber nee, man muss selber kochen. Und dann habe ich noch die alte Leier mit... Hey, erzählst du nochmal die Ach so. Mit Bleistift, die war auch nicht schlecht. Ach so, stimmt. Ja, ich habe auch schon mal einen Bleistift angespitzt in Gegenwart einer... Ich hab mal einen krassen Fehler gemacht und zwar habe ich gedacht, okay, jetzt bist du mal voll nett zu Tussi und so, ja, und habe an die Xbox habe ich noch zweite Konsole angeschlossen und habe mit der zusammen Teamplayer beim Ego Shooter gemacht, ja. Und das war halt voll der Fehler, weil erst wurde ich abgemurkst, ja, aber nicht von den Gegner, sondern von der Tussi, ja, und die hat dann alleine voll den neuen Rekord gespielt und da bin ich nie wieder hingekommen. Aber ich war noch nicht fertig mit der Geschichte, als wir dann fertig gegessen haben und so. Als wir dann gegessen haben, ihr wisst ja noch mit den Kerzen und da und Tischdecke und so, dann haben wir dann Genau, als wir dann fertig gegessen haben, habe ich schöne Musik reingelegt. Ich glaube, Barry White war es. Dieses Lied hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dementsprechend haben wir dann, als wir dann zugehört haben. Hey, Chupa, was laberst du für Geschichten, Mann? Die wollten hören, ob wir schon was Besonderes für Frauen gemacht haben. Für Bunnies. Boah, so wie Geschichten ausdenken und so. Ich habe mal eine Frau auch gewinnen lassen. Ja, mach mal, erzähl mal. Beim Schach? Ja, wenn du. Der Erkan, der macht immer... Musst du aber spiegelverkehrt machen. Ja. Alter, das bringt doch nichts, Alter. Gehirn. Jetzt hast du gecheckt, Alter. Nee, ganz im Ernst. Tiefenschärfe. Gibt es noch eine Frage, die ihr uns fragen wollt? Jetzt können wir freestylen, okay. Wir müssen mal erst eine Frage beantworten. Also, ey, pass mal auf. Ich mache jetzt mal ganz kurz Ersatz für Erkan. Erkan muss nämlich kurz für kleine Jungs. Der Erkan denkt, er hat eine Stunde. Aber er muss, wir haben zwei, oder? Er muss Nummer eins, nicht Nummer zwei. Also, jetzt nochmal kurz, um zu der Geschichte zurückzukommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann lief Barry White. Und ihr wisst ja, Barry White, den legt man rein, wenn man was machen will. Didgeridoo. Richtig, Didgeridoo, Alter. Und so, wieso Didgeridoo? Ja, das macht so, das ist so lautmalerisch. Und also, to make a long story short, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einen schönen Abend verbracht und haben auch noch den einen oder anderen sexuellen Ausflug. Was wir jetzt? Nicht, nee, ey, don't get me wrong. Lieferst du jetzt die Pizza, die sind fertig. Ja, wir müssen, ey. Lieferst du die Pizza, bitte schön.